Und herzlich willkommen zur Rap-Show. Samra soll im großen Bushido-Prozess aussagen. Bushido plant Großes. Flair und Basso Danengst sprechen über Bushido und Bones. Bones und Raff sind auf Erfolgskurs. Jizzes ist ein German Gang Member. Und Eminem und Lil Peep sind auch dabei. Ich bin Mr. Rap. Dranbleiben. Leute, wir haben Rap Shisha-Tabak und Rap Eistee. Was fehlt da noch für eine ausgewogene Ernährung? Ganz klar, Rap Snacks von der Sugar Gang. Da gibt's Chips von Notorious B.I.G., Lil Yachty oder den Migos, 5 Minuten Terrine von Master P oder Popcorn von Cardi B. Und wer wollte nicht schon immer mal wissen, wie Cardi B schmeckt? Also ich schon. Also achtet auf eine ausgewogene Ernährung, deckt euch ein bei der Sugar Gang und spart mit dem Code MrRap10 noch 10%. Ei, 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 Leute, wir starten diese Folge wie so oft in den letzten Monaten mit News aus dem großen Bushido-Arafat-Prozess. Nachdem Bushido ja jetzt vor einigen Wochen, Monaten seine Aussage beendete und nicht mehr quasi fast täglich neue Dinge enthüllte, ist es newstechnisch um diesen Prozess relativ ruhig geworden. Aber wir alle haben ja noch die zahlreichen Medienberichte im Kopf, die darüber berichteten, wer theoretisch noch alles als Zeuge in diesem Prozess geladen werden könnte. Capital Bra, Samra, Kollega, Farid, Lars und. Das ganze Who is Who der deutschen Rap-Szene. Außerdem natürlich noch die Lehrerin von Bushido, damals 3. Klasse Grundschule, dieser eine Mittwoch, wo 6. Stunde da Vertretung war, weil wir gehen der Sache hier richtig auf den Grund. Und so versprach der mittlerweile 50. Prozesstag letzten Montag dann doch mal wieder spannend zu werden, denn geladen als Zeuge im Prozess war Samra. Samra war ja damals das einzige EGJ-Signing, welches sich bei der Trennung von Bushido und Arafat auf die Seite von Bushido gestellt hat. Von daher hätte man denken können, Aussage von Samra im Prozess könnte spannend werden. Allerdings Samra am Montag ist nicht gekommen. Samra ließ über seinen Bruder ausrichten, dass er krank sei. Es gab allerdings auch keinen Attest. Den Attest wolle man nachreichen, sobald Samra ready sei, um zum Arzt zu gehen. Währenddessen gab es aber angeblich auch noch Instagram-Stories von Samra. Man weiß nichts Genaues. Der Richter wiederum soll gesagt haben, er wolle erst einen Attest sehen, bevor er entscheiden könne, ob das als Entschuldigung reiche oder ob Samra vielleicht für das Nichterscheinen vor Prozess trotz Vorladung bestraft werden solle. Und theoretisch könnte man Samra ja sogar auch die Polizei schicken und ihn dann zum Prozess holen, damit er aussagen muss. Es bleibt also weiter spannend. Der letzte Montag allerdings gab dann nicht viel her und so war der Verhandlungstag dann schon nach ganzen 7 Minuten wieder vorbei. Ob Samra dann beim nächsten Verhandlungstag erscheinen wird, man weiß es nicht. In seiner Instagram-Story schrieb er einfach nur, ich bin weg. Vielleicht lässt Samra also beim nächsten Verhandlungstag einen Attest vorlegen, dass er sich selbst mal eine schöne Urlaubsreise nach Dubai verschrieben hat. Bushido übrigens war ebenfalls nicht am Start, allerdings wohl nicht, weil er krank ist, sondern weil er ja seit seiner Aussage vorbei ist sowieso nicht mehr kommt. Und Bushido hat ja auch wirklich Besseres zu tun, beispielsweise das große Twitch-Comeback vorbereiten. So schrieb Bushido beispielsweise auf Instagram, er suche grafische Unterstützung für den großen Twitch-Relaunch. Bereits am Wochenende soll es wieder losgehen mit fleißig Twitchen und Fragen und Zocken und so. Also erster Stream von Bushido seit langem wohl jetzt schon dieses Wochenende. Nicht dieses Wochenende, sondern dieses Weihnachten kommt ja Flair und Basso Danengst das gemeinsame Ding CCN raus. Und hierzu gab es jetzt ein gemeinsames Interview mit Davut von TV Straßensound. Flair spricht hier unter anderem auch über eine Art musikalischer Krise, die er die letzten Jahre durchlebt habe, weil er zu viel auf andere Künstler, wahrscheinlich hauptsächlich Amiland, geschielt habe, von denen er Fan sei, aber sich dadurch quasi von seiner eigenen Kunst entfernt habe. CCN sei jetzt also der Schritt zurück, Berlin Sound, back to the roots. Und natürlich ging es dann in dem Sinne CCN auch um Bushido und diesen Rechteprozess rund um die Rechte an dem Namen CCN. Flair haute hier beispielsweise raus, Bushido könne sich nicht auf der Straßenebene durchsetzen, könne sich nicht auf der Rap-Ebene durchsetzen und deshalb gehe Bushido jetzt auf das letzte Schlachtfeld, was ihm noch bleiben würde, diese Prozessebene. Vor Gericht sei der einzige Weg von Bushido, wie dieser sich noch wichtig machen könne. Auch sagt Flair, der Prozess gehe nur um den Namen des Albums, um irgendwelche Merchandise-Sachen, wie beispielsweise die Jacke mit CCN-Logo, gehe es gar nicht, das stehe gar nicht zur Debatte, das werde auf jeden Fall genau so rauskommen. Basso Danengst wiederum sagt, er wolle sich gar nicht mit dieser Gerichtssache befassen, für ihn sei es ganz klar, Bushido sei Gangster-Rapper, wenn Bushido als Gangster-Rapper also irgendwas machen wolle, dann solle er kommen, dann könne man das klären persönlich und sonst solle er die Schnauze halten. Basso Danengst haut dann außerdem noch raus, ist ein Opfer und halt die Schnauze, du Stück Scheiße. Musikalisch könne Bushido ja sowieso auch nichts machen, denn er habe ja schon die letzten 4 Jahre nichts mehr geschissen bekommen. Und dann geht es in dem Interview zum Beispiel auch noch um den großen Beef Bones gegen Flair. Hier haut Flair raus, 187 habe lange den Vorteil gehabt, dass sie quasi dieses Movement, Gang, Straßen, Ding, Image gehabt hätten, aber das bröckele gerade.
Flair erwähnt dann hier in so einem Nebensatz mal wieder das angebliche Hamburg-Verbot für Bones oder auch Schläge, die Bones kassiert haben soll, und sagt auch, Bones sei mutig, dass Bones mit seinem Gesicht sich über das Gesicht von Flair lustig mache. Im Endeffekt gehe es laut Flair bei diesem Beef darum, wer den längeren Atem habe, und den habe laut Flair natürlich Flair. Apropos Bones, der hat ja vor kurzem erst mit Raf Camora das gemeinsame Lied Blaues Licht rausgebracht und das ist jetzt in Deutschland Gold gegangen und in Österreich sogar Platin. Laut Raf Camora habe es noch nie einen Song gegeben, der so schnell Gold und Platin geholt habe. Auf der World, weltweit, ganz Erfolg. Yes! Und wir bleiben nochmal kurz bei der 187 Straßenbande. 187, vor kurzem ging ja die News rum, dass Jizzes sich mit dem Logan Paul, amerikanischen YouTuber, getroffen habe. Und jetzt gibt es endlich von Logan Pauls Seite aus den Videoblog, wo man sehen kann, wie er und Jizzes aufeinandertreffen. Der Videoblog hat den Titel Logan fought a German Gang Member. Und dann soll mir nochmal einer Clickbait vorwerfen. Wir haben weder gekämpft, Gang Member, ja gut, 187 Straßenbande ist eine Bande Member. Logan Paul, wie gesagt, amerikanischer YouTuber, und damit haben wir jetzt zum Abschluss nochmal zwei kleine Ami-News. Zum einen geht's um Lil Peep. Die Mutter von Lil Peep sagt jetzt nämlich, das ehemalige Label von Lil Peep würde ihr noch 4 Millionen Dollar an Erbschaft schulden, die ihr aus der Erbschaft von Lil Peep zustehen würden. Das Label widerspricht natürlich. Und zum Schluss geht's noch um Eminem. Sein großer Mom's Spaghetti Restaurant Store hat jetzt tatsächlich am Mittwoch in Detroit das Grand Opening gefeiert. Und zur Überraschung vieler Fans war Eminem tatsächlich selber mit am Start, hat am Drive-Thru die Fans selber bedient und immer ordentlich mit dem Mittelfinger begrüßt. Geil. So wird man gerne behandelt in einem Restaurant. Von daher sage ich auch, ich mach's wie Eminem und sage Tschüss. Ich muss weg. Das war's von mir. Abonnier und aktivier die Glocke. Shishi. Junge, bleib mal locker, ja.